Hallo zusammen, mein Name ist Patrick. Ich bin hier auf dem Juku Festival 2018 und zwar kurz vor Beginn der ersten Band am ersten Festivaltag. Und bei mir habe ich jetzt die Band Lonely Spring. Hallo Jungs. Hallo. Wir sitzen hier auf dem Feuerwehrauto und hinter uns sieht man langsam, wie die ersten Gäste reinkommen. Wir haben ja schon mal vor 2 Jahren, glaube ich, war es, genau. Interview geführt. Ich kann mich erinnern, dass es relativ chaotisch war. Meint ihr, wir bekommen heute ein weniger chaotisches Interview hin? Also ich glaube, wir sind ja besser organisiert mittlerweile, aber ja? Ich glaube, wir sind ja irgendwo immer noch Chaoten. Also mal gucken, was es so bringt. Was hat sich seitdem getan? Vieles. Also wir haben ein Management bekommen, das sau viel für uns macht. Das hat uns auf eine sau coole Tour gebracht, mit den Emil Bulls zum Beispiel. Und wir haben ein Album produziert, zusammen auch mit dem Sänger von den Bulls. Und genau, und das kommt da bald raus. Und wir dachten, ja, das habe ich gehört. Es stand so ganz mysteriös auf eurer Facebook-Seite, dass das neue Album 2018 kommt. Wann können wir uns darauf freuen? Ja, das ist... Das sind wir gerade selber noch am Ausloten, weil er irgendwie sich alles ein bisschen verschoben hat und alles immer ein bisschen länger dauert, als man es eigentlich plant. Und also es kommt entweder Ende des Jahres oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres. Das müssen wir jetzt gerade gucken. Das ist gerade so in der Planung. Es ist jetzt so gut wie fertig. Und an welchem Stand seid ihr da gerade so? Wie läuft denn das so ab? Also wir waren im Februar, also wir haben vorher im Januar haben wir eine Vorproduktion gemacht, eben mit dem Christoph von den Bulls, der als unser Produzent agiert. Und da haben wir uns in so einem kleinen Hütchen in Philippsheid, in dem Dorf, wo er eigentlich herkommt, haben wir uns für 3 Wochen verstaut oder so und haben dann das Album geschrieben, die Songs ausgearbeitet und dann im Februar haben wir alles aufgenommen und ja, jetzt ist quasi in der Mixing-Mastering-Phase und ist jetzt so gut wie fertig und wieder auch noch den Monat fertig und dann ist quasi die Planung, wann das released wird. Gibt es schon einen Titel? Bandintern, ja. Aber da der noch nicht offiziell ist und quasi auch noch nicht der, da schreit jemand ganz toll hinten den Namen unseres Gitarristen. Das sind die Groupies, von denen alle immer sprechen. Die männlichen Groupies bei uns. genau, aber den können wir natürlich noch nicht sagen. Also muss mal gucken, ob es der überhaupt wird, aber wir haben schon so einen Favoriten auf jeden Fall. Okay, und der typische Lonely Spring Sound, den wir kennen? Ja, also ich denke, wir haben uns auf jeden Fall weiterentwickelt, haben aber auch viel mitgenommen von dem, was wir bisher schon gemacht haben. Aber... ich will da, glaube ich, auch gar nicht so viel verraten. Am besten soll man sich einfach überraschen lassen. Und es wird auf jeden Fall ein bisschen anders, aber sehr emotional. Und wir haben da sehr viel Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt. Und ich glaube, jeder von uns ist da mit seinem ganzen Herzblut dabei. Und ich glaube, das hört man halt auch. Wir wollen halt alles jetzt irgendwie so echt wie möglich machen und das Ganze halt irgendwie mit Herzblut produzieren. Cool. Und jetzt seid ihr hier wieder auf dem Juku-Festival. Ihr habt ja auch noch so eine ganz besondere Verbindung zum Juku. Ihr habt vor 2 Jahren gespielt hier. Ja. Letztes Jahr habt ihr nicht gespielt. Ich habe euch trotzdem ständig gesehen. Was einfach so geil gewesen, dass ihr dachtet, da müssen wir unbedingt wieder hin. Ja, genau. Tatsächlich war es genau so. Und die Story dahinter ist einfach, wir haben uns beim ersten Mal, wie wir hier gespielt haben, einfach so in die Crew vor allem verliebt. Ja? Der Kameramann auch, der war einer der ersten, den wir gekannt haben. Und irgendwie in jeden, der hier mitarbeitet, in das Festival, in die ganze Orga und das alles drumherum irgendwie, weil die haben uns so herzlich empfangen und das war eine der schönsten Wochenenden ever. Und deswegen haben wir uns dann beim zweiten Mal gedacht, als wir nicht gespielt haben, haben wir einfach den Flotzi gefragt, hey, können wir einfach mithelfen, dann kommen wir einfach so, sind ein bisschen Stagehands und genießen trotzdem die Zeit und die Leute. Und heute sind wir halt wieder als Band da. Sau cool. Und zum ersten Mal Open Air jetzt. Wir sind sehr gespannt, was es mit sich bringt. Eine Frage noch, einfach, weil es vielleicht viele Zuschauer da draußen interessieren könnte. Was ist das Lieblingsbier von der Band Lonely Spring? Das Lieblingsbier ist auf jeden Fall ganz klar Bitburger. Da braucht man gar nicht lang nachdenken. Sind da alle einverstanden von der Band? Auf jeden Fall, ja. Sicher? Ja. Ja? Okay, sehr gut. Und dann würde ich sagen, spielen wir noch ein ganz kurzes Spiel. Eine Runde würdest du lieber. Ich weiß gar nicht, ob wir das vor 2 Jahren auch gespielt haben. Doch, das haben wir gespielt. Wo man irgendwie drüber redet, was man lieber machen würde. Was man lieber machen würde. Ganz genau, ganz genau. Zieh doch einfach mal einen Zettel aus diesem Juku-Becher. Dann schauen wir mal, für was du dich entscheiden musst. Pest oder Cholera? Was ist es? Würdest du lieber in der Zukunft wiedergeboren werden oder in der Vergangenheit? Das ist ja noch lieb. Wow, ich glaube, ganz schön toughe Question da. Also, da ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, ist das, glaube ich, relativ schwierig. Ich glaube, ich entscheide mich für die Vergangenheit, weil da würde ich mir einfach das
die coolste Zeit aller von allen aussuchen und mich da irgendwie reinbringen. Und das wäre wahrscheinlich irgendwo in den crazy 80ern oder vielleicht sogar 90er und dann würde ich zum neuen Backstreet Boys Mitglied mutieren. Wow, seid ihr Backstreet Boys Fans? Ultra Gas. Ultra. Also das wäre doch mal schön ein Backstreet Boy Cover von euch. Das steht ja fest im Plan und das machen wir. Klar. Okay, okay. Eine Frage noch. Will jemand anderes mal eine würdest du lieber Frage machen? Na, du? Zieh dir eine raus. Schauen wir mal, was da rauskommt. Würdest du lieber jeden Tag dieselben Socken oder jeden Tag dasselbe T-Shirt tragen? Ist beides eklig. Ist beides eklig, aber ich glaube, wenn ich super sicke Socken hätte, würde ich jeden Tag die gleichen Socken tragen. Echt? Einfach, weil sie stylisch sind. Okay, wären das dann also, so bunte unter dem... Ja, ich habe tatsächlich viele solche Socken. Okay. Dementsprechend, dann würde ich meine Lieblingssocken nehmen und die würden immer gehen. Ja, sehr cool. Perfekt, dann wissen wir das jetzt auch. Und ihr könnt das nächste Mal, wenn Lonely Spring auf der Bühne stehen, mal auf die Socken achten, ob das immer die gleichen sind. Ihr seid jetzt dann bald auf der Bühne zu sehen hier beim Yuku Festival. Ich wünsche euch viel Spaß dann. Vielen Dank. Und hoffentlich bis bald bei einem nächsten Interview. Dazu muss ich noch kurz was sagen. Der Simon deckt zwar nicht immer die gleichen Socken, aber achtet mal darauf, er deckt immer die gleiche Unterhose. Das war's von mir. Okay, also macht es gut. Viel Spaß noch beim Yuku. Ciao.